Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde ETS 2, die geheimen Straßen. Ja, ich hoffe, ich geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns hier in der Nähe von Sarajevo. Ich weiß nicht dann zwang, wo das genau ist. Wir müssen jetzt hier den Tunnel abfahren. Ich habe mich jetzt hier auf den Hängerzug entschieden. Machen wir es mal aus der Außenansicht. Absolut geile Passagen. Also ich schaue viel im Internet, damit das ich es dann präsentieren kann, wo die geheimen Straßen sind. Ein paar habe ich schon selber gefunden. Aber ist es nicht schön? Ich glaube, wir werden das ganze Ding dann mit dem Sattel auch noch fahren. Ich habe jetzt für den Magirus entschieden. Ich möchte auch ein bisschen, auch so ein bisschen meine Mods präsentieren eben mit der Reihe. Und ja. Spannend. Ich glaube, der Innen an sich geht es auch besser. Ja, haben wir schon ersten Kratzer in der Stoßstange. Und das ist mit dem Hängerzug. Ich hab gesagt, das ist knapp. Wahrscheinlich, dass das da ist. Naja, knapp. Ich kann das halt schon ein bisschen umlenken. Aber geht sich schon aus. Mit dem Hängerzug geht sich schon aus. Wieder neugierig, werden wir uns mit Sattel schlagen. Absolut cool, so als für ein Let's Play zum Beispiel. Ich mache es halt so. Ich würde jetzt hier aussteigen. Das ist mal wahrscheinlich ein altes Gebäude gewesen. Es ist einmal herrlich, es nur so durch die Gegend fahren. Das ist doch ein Bild wert, oder? Das ist doch ein Bild wert. Ein Foto machen wir genauso. Absolut perfekte Kulisse. So. Meine Frau auch am Start. Ein Spiel, der hat ein bisschen weniger Pace, du musst also ein bisschen mehr Gas geben. Auch wenn er leer ist. Also falls du ihn fragst, ich fahre mit meinem Hauptprofil. Wie auf Level 81. Das ist so mein Profil, wo ich viel testen tue. Und dann sind wir schon wieder herum. Auf der Straße. Jetzt probieren wir das Ganze mit dem Sattel. Bis gleich. So, meine Sportsfreunde. Ist so jetzt auch wieder der Magirus, aber ich habe jetzt hier meinen Tierflotter dahinter gekriegt. Weiß einfach ein bisschen, dass so auch dazu passt. Ich habe es gerade zwar gesagt, nur dann probieren wir die ganze Chose jetzt mal mit dem Sattel. Weil es mich selber auch interessiert. Weil ich weiß schon, wie es ausgeht. Nein, wir probieren es von der Seite. Wir probieren es von der Seite. Ich hoffe nicht, dass der. Ah, der hat wahrscheinlich die Klinke. Das. So, jetzt sollen wir das ein bisschen langsamer machen. Oder gar nicht. Schauen wir da die Spiegel rein, machen wir das ein bisschen aus der Außenansicht.
Ja, die klingt hinterachs. Echt ist. Aber da hat es jetzt schon ein bisschen knapp werden. Sieht ist die A-Achse ist in der Luft. Das heißt jetzt, du musst jetzt da überall den Sattel eigentlich schön ausfallen. Ja, weil wieder die Achse in die Luft, nein, tun wir nicht. Jetzt schütze ich das Ganze mit der Ladung für die, was ich dann noch schiebe. So, jetzt fahren wir da ganz knapp am Fößen entlang. Und ziehen da um. Und dann geht es. Und dies. Hervorragend. Wenn wir es immer stehen, machen ein Foto. Kann man sicher für Storyplay kann man es nutzen. Jetzt zeige ich, wo das ist. Ah, das Licht ist zu wenig ausgekühlt, HP. Ist jetzt im Dienst gleich. Bremse und wir sind jetzt hier auf der M5, meine lieben Sportsfreunde. Auf der M5 nach Sarajevo. Sarajevo nach, ja, ich würde sagen, an die bulgarische Grenzen war das. Jetzt der Abschnitt hier. Also ich hab drei Profile, mit den anderen probiere ich auch ein bisschen was. Da habe ich ganz andere Mods am Laufen. Also da habe ich alle Mods am Laufen und bei den anderen gewisse. Also es fährt Sarajevo. Also ich habe mir halt dann hier den Punkt hier gemerkt, Richtung Grenz. Und dann nach dem Tunnel geht's dann weiter. Das war es so weit gewesen von mir, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, die geheime Straße hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier von den geheimen Straßen weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergisst so meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und vor allem meine Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.